Hallo und recht herzlich willkommen zurück zum Release-Tag der X-Factor Edition von NHL 22 Hockey Ultimate Team. Jawohl, wir machen heute die treue Loyalty-Packs auf. Die sind nämlich schon im Store drin. Ich freue mich jetzt riesig auf diese Loyalty-Packs. Bin richtig gespannt, was da rauskommt am Ende. Und morgen machen wir kommt um 15 Uhr eine Tutorial-Folge zu den Fähigkeitspunkten. Am Donnerstag gibt es dann eine Synergie-Tutorial-Folge und ja, am Freitag gibt es dann das offizielle Pack-Opening zum Release, beziehungsweise die Vorbestellerinhalte werden wir dann machen und ja, aus den Loyalty-Packs werden wir dann auch noch ein paar Packs ziehen und Packs erstellen, damit wir dann am Samstag auch noch ein schönes Pack-Opening haben. Genau, deswegen würde ich jetzt sagen, fackeln wir gar nicht lang rum, auf geht's zu den Packs. Öffnen wir doch da hinten mal die treue Loyalty Packs. Also wie gesagt, das ist alles für Samstag hier, was hier schon mal rumliegt. Die ganzen zwei Goldspieler, Premium Packs, Mini Packs, ist alles der Samstag. Dann kommen hier die treue Loyalty Packs. Und das ist wieder Samstag. Genau, also wie gesagt, da haben wir schon ordentlich, habe ich schon ordentlich rumgebaut, dass wir das so hinkriegen. Aber dann würde ich sagen, auf geht's, treue Loyalty Pack öffnen. Mal schauen, was da so drin ist. Ich bin sehr gespannt, weil ich befürchte, dass da relativ viel Bullshit drin sein kann. Fängt zumindest so an. Das kann man verkaufen. Ja. Aber die kann man nicht alle anfangs verkaufen. Na, bevor wir es einfach so wegkommen, komm. Senden wir mal alles an die Sammlung. Kann man alles irgendwie verkaufen. Nächstes, treue Leute, die Backweg haben ja 10 Stück bekommen, 19, 20 und 21 gespielt. Wenn wir noch weiter zurückgehen würden, würden das wahrscheinlich noch mehr werden. Ryan Suter, eine 80er Karte, ist nicht schlecht, 500 Münzen, ein Coach. Wie gesagt, ich hoffe immer noch auf eine gute Goalie-Mask, aber bisher bei den anderen waren die Loyalty-Packs nicht so super. Panther-Trikot, nice. Aber auch hier kein Spieler, der über 80 hat. Müssen wir einfach mal so hinnehmen jetzt. Aber wie gesagt, wir können uns ja genug Packs basteln, damit wir in Zukunft hier vielleicht ein bisschen mehr Glück haben. So, Torhüter-Maske. Senators. Könnte aber eigentlich passen, die Maske zu unserem Trikot. Müssen wir mal schauen. Straubing Tigers Trikot, 1500 Münzen, das ist immer schön. Ja, aber wirklich nur Mittelklasse, was die Spieler angeht. Wie gesagt, wir hatten auch schon andere Loyalty Packs, da haben wir hier McDavid rausgezogen. Aber das wäre jetzt, glaube ich, auch zu schön. Jo. Dabei bleibt es auch vorerst mal. Ein Haufen Coach, Red Bull München Trikot. Natürlich schon viel Glück, wenn du da wirklich was Starkes rausziehst. Atlanta Gladiators. Naja, da ist nichts dabei. Tausend Münzen. Oh, 3500 Münzen. Das war tatsächlich nicht so schlecht, das Pack. Aber eher, weil mehr Münzen drin waren als alles andere. Tausend Münzen, Red Bull München Logo, Kings Trikot. Und das letzte Loyalty Pack. Danach zeige ich euch noch die Mannschaft für den Rest der Woche. Denton Heinen. Ja, das höchste der Gefühle. War dann wohl der 80er, 2500 Münzen haben wir da noch mal drin. Das war dann wohl der 80er Ryan Suter. Schade, aber wir haben zumindest 41.000 Münzen. Genau, und aus den Silber-Spielern können wir jetzt halt hier im Exchange-Ding einiges machen. Betrifft auch die kleinen Goldspieler, denn tatsächlich die Sets hier
Die sind nicht dumm. Ach, by the way, ja. Ich habe aus Versehen unfreiwillig ein Pack geöffnet und wir haben Patrick Kane gezogen. Genau, und die zwei, wie gesagt, kommen aus diesen 82 Plus, die ich immer nebenbei noch gemacht habe. Flackert mein Bildschirm oder bei mir flackert der Hintergrund von den Spielern hier? Brauche ich auch? Ja, brauche ich auch. Okay, gut. Liegt wahrscheinlich am Bildschirm. Genau, Kane. Werden wir wahrscheinlich den X-Faktor-Spieler dann am Freitag nehmen, wenn wir die Chance haben. Weil dann hätten wir nämlich einen voll ausgebildeten X-Faktor-Spieler. Hatman werden wir vielleicht behalten. Wie gesagt, Teambuilding wissen wir noch nicht ganz, wo die Reise hingeht. Suter wollte ich jetzt eigentlich in diesem Pack drin lassen. Da wissen wir noch nicht ganz, wo die Reise hingeht. Aber ich bin zuversichtlich, dass es die richtige Richtung ist. Genau, so. Dann gehen wir die schon mal ab. Genau, 9 von 8. Kriegen wir nochmal 8 von 8 hin? Ne, kriegen wir nicht. Nur Denton Heinen kommt man noch dazu, aber die silbernen, die müssten wir dann eigentlich locker voll kriegen. Lockerst. So. Genau, dann hätte man das auch wieder gemacht. Was dann natürlich jetzt noch machen kann, wenn es gerade einfällt. Sehe ich das, was sie nicht brauchen? Aber Premium Pack, wie gesagt, das ist halt ein Premium Pack. Und dann haben wir nur 8 Jubel. Ach komm, das ist doch lächerlich. Das ist doch wirklich lächerlich. Na gut, kriegen wir die Goalie Masks hin. Das ist ja ein Basis Pack. Den kriegen wir auch nicht hin. LMAA, das gibt's ja gar nicht. Trikotnummern können wir noch nachschauen. Aber Mini Pack, nee. Da behalten wir lieber die Trikotnummern. Genau, die wollten ich eigentlich verkaufen, dann wären wir hier fertig, okay. Da können wir noch ganz kurz die anderen reinwerfen. Nummer 4 von 80, sehr schön. So, da läuft die Zeit runter meines Wissens, da wollten wir bei 25 Tagen. Power-Up-Sammelobjekt brauchen wir jetzt noch nicht. Was ist eigentlich in den Trainingslager in dem anderen Set vorne drin? 80 Gesamt-Choice-Pack. Oh, wow. Wahnsinn. Joa, dann würde ich sagen, zeige ich euch noch schnell die Mannschaft, bevor wir spielen. Und die sieht wie folgt aus. Also wie gesagt, ich habe es jetzt eingestellt auf die 4 Synergien da unten. Dieb, Funke, Verteiler und Flügelmann. Und das kam dabei raus. Ovechkin, O'Reilly, Tarasenko, Patterson, Landeskog, Böser, Stone, Kadri, Taylor Hall, Jamie Benn, Vincent Trocheck und Ryan Getzlaff. In der Verteidigung Carlson, Girard, Morrissey, Erik Karlsson, Aaron Ekblad und Ivan Provorov. Torhüter sind Gibson und Demko. Chefcoach Jason McKay. Das kann sich aber wie gesagt alles am Freitag ändern. Und es wird sich wahrscheinlich sehr rapide ändern, denn wir kriegen einige Spieler zu. Wir bekommen Naslund wahrscheinlich noch dazu, Power-Up, Held oder Hero und wahrscheinlich, so wie es aussieht, eben Patrick Kane. Da müssen wir halt auch schon schauen, was dann am Ende hier rauskommt bei den Spielern. Genau, deswegen sage ich schon mit V. Wir sehen uns heute Abend zu Squad Battles mit neuen Maskottchen, mit neuen Trikots. Und ja, bleibt gesund. Wir sehen uns. Ciao mit V.